Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mr. Fricky und heute zaubern wir mit diesem 50-Euro-Schein, wie er sich selbstständig aufrollt. Ideal für Kneipen oder für andere Leute zum Staunen zu bringen. Und der geht so. Nur mal kurz zum Zeigen. Hier, es befindet sich nichts. Darum nehme ich meine Finger. So. Und pass mal auf. Ich drehe mal ein bisschen weiter rüber. So. Mit etwas Schwung können wir den Schein ganz zum Flattern bringen. So sieht er dann aus. Und wie ihr seht, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Und zur Erklärung, die kommt jetzt zur Auflösung. Und zwar, das geht so. Du nimmst diesen 50-Euro-Schein, schau her, faltest ihn schön zur Mitte, dann nicht so, sondern gerade. Hoffe, das sieht man gut. Dann über die Kante so reiben, so. Aber nicht abknicken, sondern nur überreiben, damit der Schein dann später seine Rollform annimmt. Das würde nämlich jetzt auch so aussehen. Das bringt aber ja uns nichts, sondern der Trick dabei ist einfach, man stellt ihn dann so hin. Ich drehe ihn mal um. Und wenn ihr hier jetzt immer leicht anlupft, also sprich so, dann wird ihr einfach schön weiter rüben. Mit der technischen Bewegung noch, seht ihr? Und schon holt er sich aus Geisterhand ein. So, lala. Und zum Schluss einfach zeigen, ihr habt nichts in der Hand, auch hier nicht, aber den 50-Euro-Schein.